Ich muss in die Höhle. Ich muss in die Höhle. Ich muss in die Höhle. Oh Gott, ist das eng! Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Ich bin Little Campus Brain. Oder einfach nur gar nicht. Und das Spiel ist arschlau. Das ist... James, womit arbeitest du? Danke, bist der Beste. Willkommen zu Through the Woods, ein Prototyp von diesem Spiel. Eine Alpha. Das Spiel ist noch lange nicht fertig, aber gerade solche Indie-Spiele schaue ich mir sehr, sehr gerne ab dem ersten Augenblick an. Ihr seht es auch unten nochmal, is the work in progress, this Alpha version does not represent the final quality of the game. Also da ist noch viel mehr, was kommen kann, aber das ist schon ein kleiner Eindruck, was uns denn so in diesem Spielchen erwarten sollte. Und ich bin sehr gespannt, was uns das Spiel denn jetzt gleich so zu bieten hat. Christian Peterson speaking. Hallo Christian. Karen Dahl, okay. The mother of the missing boy, Philip Gahl Eriksson. Den Namen werde ich mir nicht merken können. Tell me about, what was his name again? Right, old Eric. Sorry. I always thought he was this urban legend. You know, go to bed or old Eric will come and take you. That is, until I saw him with Philip, before he took him from me. Just for the record, you saw old Eric kidnap your son? Yes. Old Eric hat also den Old Nick geklaut. Island, my eyes adjusted to the dark quite quickly. On the other hand, I could only spot the reflectors with a flashlight. Reflectors? Yeah, for some reason he likes collecting them. Okay, also wir haben anscheinend die Reflections gerne eingesammelt. Did you pick it up? There wasn't any reason to bring it with me. Mhm. Ich finde es sehr cool, wie die Story gleichzeitig erzählt wird beim Spielen. Das ist eine ziemlich interessante Lösung, das gefällt mir. Okay. Tell me about the forest. It's hard to put into words, really. It wasn't just the forest, but the darkness on the island itself. It felt thicker, almost alive. I was a threat to it, and I didn't belong there. Okay, also wir sind eine Bedrohung für den Wald und gehören hier gar nicht hin, anscheinend. So wird das zumindest gesagt. Die Frage ist, wo wir jetzt immer lang gehen. Oh Gott. Das erinnert beinahe an gute alte Slender-Zeiten. In einem schönen kleinen Wäldchen. Nur mit einer Taschenlampe und man muss kleine Hinweise wiederfinden. Das ist cool. Arschlochtaube. Guck mal, das sieht allein schon aus, als ob da irgendwer liegt. Throughout our previous conversations, Karen, I couldn't help noticing that you hardly speak about your son's father. Why is that? I've told you everything that's worth mentioning about him. He just calls to check up on us every now and then, whenever he's sober enough. Also ein Trinker. He actually stopped by for Christmas last year. He had a gift for my son, this bright orange bubble jacket. I thought it was hideous. About a week or so later, I bought my son this new, really cool winter coat. I thought he would love it, but he will not, for the love of God, stop wearing his stupid bubble jacket. Oh, okay. Das ist ein neuer Reflektor. Ich bin halt recht leise, weil ich versuche, die Story halt die ganze Zeit mitzubekommen. Und ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst habe, weil irgendwie kommt hier nichts. Wir hören die Story, aber... Wir hören immer so ein Rascheln, aber irgendwie ist dann ja doch nichts hier. Das ist spooky. Das ist sehr spooky. Gute Referenzpunkte, zu denen man zurückkommen kann. Haben die so gerade die Checkpoints erklärt? Weil wenn ja, dann war das ein fucking smarter Move.
Ich mag das nicht. Philipp. Wird bestimmt nicht in das Haus. Da müssen wir rein. Hallo? Well, no Filipino. Oh! Da ist noch ein Reflektor. Wo sind wir denn hier? Geht's hier lang? Ist halt ein ziemlich cooles System. Die größte Angst, die ich gerade ehrlich gesagt habe, ist, dass uns die ganze Zeit was verfolgt. Und eine andere gigantische Angst ist, dass wenn man einen kleinen falschen Weg läuft und nicht dem Reflektor hingegen, dass man zu Tode erschreckt wird. Philipp? Lustiger Strolch, dieser Philipp. Richtig witziger Dude. Ich will nicht sagen, da ist was, aber da ist was. Jetzt die ganze Zeit links da mit uns mit, oder was? Mino-like. Der kann jetzt halt wirklich hinter uns. Ach, war das so ein Referenzpunkt? Nice. Kommt dann jetzt was Böses? Da leuchtet was. Muss nur zu den leuchtenden Dingen. Oh Gott! Kommt er mir hinterher? Oh fuck, der kommt mir hinterher. Ich muss in die Höhle! Ich muss in die Höhle! Ich muss in die Höhle! Oh Gott, ist das eng! I know what it sounds like, but I'm not sure what else it could have been. Whatever it was, I escaped from it. Da war ein Troll. Und jetzt sind wir in der Höhle. Great! Warum ist da ein B? What the fuck? Das Baby guckt nicht gerade normal. Oh nein! Sind das Erinnerungsstücke? Da ist ein Ball, ein Holzschild mit einem Drachen drauf. That's not fucking cool. Wir sind keine Reflektoren mehr. No, 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 no. Das ist die, die dem gehört. You found your son's jacket in there. Tell me, how did that make you feel? What I felt was fury. I became obsessed with hurting him. I wanted to tear him apart.
Through the Woods. Okay. To be continued. Ziemlich geniale Spielidee. Muss ich zugeben. Tut mir leid, war jetzt natürlich nicht das, was man jetzt immer erwarten will in einem Horrorspiel. Oh mein Gott, ein Jumpscare. Ah! Aber das, wo wir von dem Troll weggerannt sind, war schon ziemlich krass, finde ich. Das fand ich schon ziemlich krass. Sehr atmosphärisch. Mir geht es jetzt auch eher darum, wie die Story erzählt wurde. Gleichzeitig beim Spielen und beim Entdecken. Das war super genial mit so einem Psychologengespräch. Schreibt mir bitte mal eure Kommentare. Also du schreibst jetzt bitte mal in die Kommentare, was du vielleicht ganz cool fandest. Ob du auch die Story cool fandest, ob du es nicht cool fandest. Und ja, es war jetzt natürlich kein dicker Jumpscare dabei. Ich wette, man kann von dem Troll irgendwie gefressen werden. Geht bestimmt irgendwie. Der Link zu der Alpha ist unten in der Beschreibung, falls ihr auch mal spielen wollt. Das wär's für Through the Woods von mir aus. Ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Tag. Bis dann, euer Brain. Tiddly mit Ü.